Ein herzliches Hallo von meiner Seite, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Videoreihe zur Vorstellung der Veranstaltung Bestform 2022 am 17.09. Ich bin in der schönen Situation, euch mit diesen kleinen Interviews alle Redner, alle Workshopleiter und Ausstellungen für diese tolle Veranstaltung vorstellen zu dürfen. Heute habe ich zu Gast den Klaus Gruber. Hallo, ich grüße dich, Klaus. Servus. Klaus ist Inhaber der Sportagentur in Heidelberg und Schwetzingen gegründet 2004. Er ist Ausbilder und Referent bei Polar. Er ist sozusagen ein Ausbilder auch für mein Team und mich. Wir kennen uns jetzt schon ein ganzes Stück über ein Jahr und haben uns da auch sehr schätzen gelernt. Deswegen wollte ich ihn auch unbedingt bei Bestform mit dabei haben. Er ist Gasttrainer und Referent bei Tui Cruz, CrossFit Trainer, Sportreha Trainer und Personal Trainer. Klaus selbst kommt aus dem Leistungssportbereich Radrennsport und ähm, hat schon immer viel, viel Bewegung in seinem Alltag, in seinem Leben. Er wird uns sogar mit zwei Vorträgen am 17.9. diesen Jahres unterstützen. Und deswegen erstmal lieben Dank, dass du dir die Zeit für das kleine Interview nimmst, Klaus. Sehr gern. Und da möchte ich auch direkt mit der ersten Frage reinstarten. Klaus, was erwartet die Besucher bei Bestform, wenn sie dir begegnen und deinen Vorträgen lauschen? Ja, ich, ähm, vielen Dank für die Plattform, für die Möglichkeit. Ich kann das Rad ja nicht neu erfinden. Das wäre ein falscher Glaube. Es passt ja ganz gut, das Rad. Ähm, mhm. Mir geht es darum, die Menschen zu motivieren. Wir werden über den inneren Schweinehund sprechen und es wird ein oder zwei Statistiken geben und natürlich einen praktischen Teil im Vortrag. Das heißt, du kannst sogar dann aus dem Vortrag vielleicht den einen oder anderen kleinen Muskelkater dann mit nach Hause nehmen. Ähm, zum Thema Vortrag Schlaf ist es so, dass die Menschen eine Stunde lang, nee, der Vortrag geht ja nur 20 Minuten, glaube ich. Der, ähm, der zweite, richtig? Mhm, ja. Da dürfen sie 20 Minuten lang schlafen. Ist super. Ist das fein? Super. <laughs> also wie gesagt, beim, wir, wir sprechen beim ersten Vortrag über die drei Säulen ähm, im, im, eines gesunden Lebensstils. Jetzt kriege ich es schon gar nicht mehr raus. Und dem zweiten Vortrag geht es um das Thema Schlaf und um die Erholung und so weiter. Perfekt, ein super wichtiges Thema, was ich glaube, ganz, ganz viele Menschen unterschätzen, wie wichtig das Thema Schlaf und Regeneration ist. Deswegen freue ich mich, dass du das dort mit aufgreifst. Klaus, wenn du mal so in zwei, drei Sätzen das ein bisschen komprimierst, zusammenfasst, was möchtest du gerne den Menschen an diesem Tag mitgeben? Ja, also wir werden über den inneren Schwein sprechen. Den kenne ich auch sehr gut und wir werden darüber sprechen, wie man den ins tägliche einbindet und wie wichtig es ist, bestimmte Dinge bewusst bewusst zu machen. Das heißt, ob ich jetzt ähm, so, by the way, so am Rande Essen und Fernsehen oder Trainieren und Smartphone in der Hand oder besser miteinander reden und nebenbei was anderes machen. Es geht darum, die Sache bewusst zu machen. Und so geht es halt auch darum, ähm, bewusst zu essen. Da hast du ja auch Spezialistinnen und Spezialisten da, wo es um Ernährung geht. Dann äh, bewusst trainieren und bewusst schlafen. Das klingt jetzt auch ein bisschen konträr, aber es ist wirklich auch spannend. Und es geht um die Bewusstheit mit, unserem, mit unserer Gesundheit im, im Leben umzugehen. Und wichtig ist auch jetzt zum Beispiel mit dem Essen, das richtige Essen, genügend Aktivität und Sport und natürlich einen gesunden und erholsamen Schlaf. Auch möchte ich die Menschen animieren, sich vielleicht darauf einzulassen. Ich habe so eine Challenge immer mit meinen Menschen, mit denen ich trainiere über viele, viele Jahre, immer wieder so 20-Tages-Challenge oder wie auch immer. Und ich habe so ein, so ein vier minuten täglich Movement und das möchte ich den Menschen mitgeben. Vielleicht bauen sie es dann in den Alltag mit ein und das Ganze, wie gesagt, ist mir auch wichtig, nicht mit erhobenem Finger, sondern dass es das einfach von innen rauskommt und dass es ihnen auch Spaß macht. Sehr schön. Sehr und es darf und muss gelacht werden. Das ist das Wichtigste. Das ist mir wichtig. Sehr schön. Vielen Dank. Klaus, ähm, wenn dir jemand auf der Straße begegnen würde, warum sollte er sich unbedingt ein Ticket für Bestform kaufen? Das ist ja wirklich eine Frage, oder? Also, ganz ehrlich, so viel Arbeit, wie ihr euch damit macht oder du auch damit euch macht, die, die spannenden Themen, die ähm, zeitgemäß und, und, und mega spannend, wie ich gerade sagte, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sich da vorbereiten und der Veranstaltungsort, also da muss man einfach hin. Da muss man sich ein Ticket kaufen und muss einfach hin. Sehr schön. Klaus, ich danke Möchtest dir. Möchtest du eine Frage nochmal stellen? <laughs> Nein. Ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr, dass wir uns am 17.09. endlich mal live wiedersehen, nicht nur online oder am Telefon. Ihr Lieben da draußen, sichert euch euer Ticket. In der Videobeschreibung werdet ihr die Landingpage, die Internetseite zu Bestform finden. Das ist euer kürzester Weg, euch euer Ticket zu kaufen. Weiterhin werdet ihr noch ein paar Infos zu Klaus finden. Stöbert einfach rum, seid neugierig, ähm, macht euch selber so ein bisschen Vorgeschmack auf diesen tollen Tag. Bei mir trudeln jetzt schon langsam ganz viele Dinge ein, die für den 17.09. gedacht sind. Ihr könnt euch darauf freuen. Es wird ein Tag reich an schönen Momenten und an tollen Gesprächen. Bis dahin allen eine schöne Zeit und vielen, vielen Dank, Klaus, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Freut mich auch sehr. Ich freue mich auf euch alle. Servus.